bei einer Kurzintervention unsere Kollegin Katrin Vogler. Bitte schön, Frau Kollegin Katrin Vogler. Herr Kollege, ich hab dem Herrn Kollegen Karl direkt gesagt, dass ich kurz mal raus muss. Also von daher ist es schon eine ziemliche Zumutung. Ich möchte mich auf die Schlusspassage beziehen. Und ich möchte mich insbesondere auf den Satz beziehen, dass Sie gesagt haben, dass diese Koalition das Zusammenspiel von militärischen und zivilen Instrumenten besonders in den Mittelpunkt ihres Handelns zieht. Und dann möchte ich einfach mal bemerken, dass wir offensichtlich nach zehn Jahren Afghanistan-Krieg noch nicht genug gemerkt haben, dass wir uns mit den militärischen Mitteln in eine Sackgasse begeben. Und ich möchte Sie auffordern, als Bundesregierung, daraus endlich die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, diese 11 Jahre Afghanistan-Krieg auszuwerten, zu bewerten und festzustellen, dass alle uns verkündeten politischen Ziele dieses militärischen Einsatzes nicht erreicht worden sind und gescheitert sind und daraus die Konsequenzen ziehen, konsequent zu setzen auf die zivile Konfliktbearbeitung. Und das auch eben im Zusammenhang mit der Europäischen Union und im Europäischen Auswärtigen Dienst, also auch diesem eine zivile Grundlage zu geben und den fatalen Weg der Unterordnung der Zivilen und das Militär, des Missbrauchs von humanitären Hilfsorganisationen für militärstrategische Ziele, der Konditionierung von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe für militärstrategische Ziele, das aufzugeben und sich auf einen neuen Weg zu machen. Kollege Alois Karl, Sie haben die Möglichkeit.